Achso, ich habe 3-2 und warte die ganze Zeit auf die 1. Ja gut, willkommen, wir spielen mal wieder Borderlands 3. Wir gehen jetzt zum, sind auf Atlas und gehen zum Atlas-Hauptquartier. Ich habe hier, guck mal, ich habe jetzt die Waffe, habe ich gerade mal ausprobiert. Also die habe ich mir in den Tag gehabt. Schnellfeuerpistole. Das Ding geht ab. Ja. Epische Schnellfeuerpistole. Und Stufe 2 sind... Dieser ganze Krieg hätte schnell über die Bühne gehen können. Okay. Ich würde ein, übernehme Promethea und mache Atlas zu einer Tochtergesellschaft von Maliwan. Dann mache ich dich zum Vizepräsidenten von Strandcocktails. Alle gewinnen. So läuft das. Und so ist es immer gelaufen. Du warst was Besonderes, Reese. Das habe ich erkannt. Du hast diesen Ladenhüter von Unternehmen von den Toten auferstehen lassen. Mit dir in der Familie hätten wir Maliwan zu einem universellen Monopol verhelfen können. Du und ich, Brüder, verkaufen die einzigen Waffen, die man in den 6 Galaxien jemals brauchen wird. Aber ich reichte dir meine Hand und du hast draufgespuckt, Reese. Jetzt bist du keine Familie, sondern Teil der Konkurrenz. Oi. Den hat's ein Scherb. Den auch. Guck mal hier rein. Oh, warte, Kiste. Komm mal. Ich bin am Dresen versteckt. Bei mir ist es ein Raketenwerfer. Oh. Bei mir auch, aber ein relativ schwacher. Ja, wobei ich mir ist aufgefallen, die haben eher relativ wenig Damage noch. Das ist wieder wie bei Borderlands 2. Erste Spielrunde ist alles noch relativ schwach. Zweite Runde wird es dann schon krasser und ultimativer Kammerjäger findest du dann Dinger, wo du so denkst. Na gut, ich hab grad einen mit 50 Schaden gefunden, den ich vorhin vom Boss gekriegt hatte, der hat irgendwie schon fast 200 Schaden gehabt oder 50 so. Ist 50, ja, den ich drinnen liegen hatte, hat 197 Schaden gemacht. Warte mal, ich will mal noch mal kurz ein bisschen was verkaufen, weil ich habe relativ viel in den Haaren. Ja, ich guck auch mal kurz, wie viel ich noch in den Haaren. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Etwas Geld. Gib doch was davon aus! So. Bisschen Muni einsammeln. Ich fand es auch geil, der eine im Forum, der immer Let's Plays dreht und irgendwie so riesen Zocker-Fan ist, die ganze Zeit immer daheim hockt, der hat auch so irgendwie geschrieben, ja, bin letztens mal vor die Tür gegangen, hab gar keine Leute gesehen, was ist denn eigentlich passiert? Dann ist man mal 3 Monate lang am Stück am Datteln und schon passiert irgendwas. Ja. Oh, du hast gerade ein Ventilator. Ich würde mal sagen, das sieht nach Bosskampf aus. Irgend sowas. Zero, komm schon, Mann. Oh, müssen wir jetzt gegen Zero angehen? Was ist denn? Das ist doch sicherlich ein Fake, ja, wollte ich gerade sagen. Das kann doch nur ein Fake Zero sein. Hättest Teil der Familie werden sollen, Reese. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich gegen Katagama ran. Oh Gott, der ist ein Nahkampf, oder? Scheint mir so. Wo ist er denn, Alter? Danke. Nächster. Ich konnte gerade irgendwie gar nichts anvisieren, weil irgendwie alles überall war. Oh, da ist ein Sniper überall oben. Ja, da muss ich mal nach. Gott, da habe ich jetzt natürlich die passenden Waffen zu gegen Sniper. Oh, ich habe Katagama gerade. Das ist irgendwie alles Katagama. Ja. Aber guck mal, wir haben den gerade. Hatten gerade sein Schild down und ihn gut gehittet. Gott. Ich muss auch das Schild generieren. Ja, ich werde auch gerade von allen Ecken und Kanten mehr unter Schutz genommen. Also eben gibt's Muni, das ist gut. Mal meine Schnellfeuerpiste nehmen. Au! Aber von wo? Also, da sind wir. Die Heidis. Oh, jawohl, das hat gesessen.
Da ist er halt doch mal gesessen. Pass auf, gleich kommt er wieder irgendwo mit seiner Truppe. Ist ja ein fliegendes Wiesel. Und da oben. Das sind irgendwelche Nebeldinger. Ne, das sind wahrscheinlich so eine Art Rauchkanaken oder irgendwas wert. Ah, Alter, macht der im Nahkampf Schaden. Ja, ja. Oh Gott, ich hab's gerade im Nahkampf ausgeschaltet. Mich auch. Wir sind aber auch keine kleinen in der Nähe. Nee, nicht wirklich. Neue Stärke, ich hab's geschafft, ich hab irgendwas gekillt. Ja, ich hab nicht geschafft, irgendwas zu killen. Ja, ich bleib am Leben, ich versuch nicht zu sterben. Wenn die Schilde down sind, dann gehen immer seine Doubles quasi irgendwie down und die zählen dann als Kill. Wie ich das gerade verstanden habe. Und wir müssen immer den richtigen Katagawa finden. Weil einer davon ist immer der richtige, der Schaden erleidet. Ja, das kann ja noch was werden. Mir geht bei ihm langsam die Munition aus, aber hier ist wieder eine Küste. Da war der richtige, wo auch immer. Was? War das schon alles? Ach ja. Weißt du, wer ich bin? Ja, das ist auch gesessen. Ich hatte irgendwas im Kopf. Boah. Ich muss erst mal gucken. Zum Glück droppen die anderen Stu Munition. Ja. Uiuiuiui. Das war noch nicht in der Höhe. Ich muss mal mich nach alternativen Waffenseite umschauen, was Munition angeht. Nicht irgendwas noch anderes. Deine Stroh nutzt mir hier nämlich nicht wirklich was. Das Ding. Vielleicht komme ich, wenn ich nah rankomme, hier an so einen Nahkampf mit dem Flammenwerfer. Oh ja, das war auch noch. Erst bei dir. Gewesen. Ja, ja, ich habe gerade ganz gut gegrillt. Kommen wir nochmal. Oh. Eine neue Runde, Katagamas. Oder unten die Muni. Schnell mal die Muni aufsammeln. Total Energie geladen. Was ist denn das jetzt? Das ist genau. Irgend so ein Sondermodus. Oh Gott, ist der schnell. Ich glaube, wir haben ihn. Ja. Jawohl. Dann sind wir Kampf gewesen. Du musst es halt einmal rausfinden, wie er funktioniert. Dann ging's. So, was haben wir hier schönes an Waffen? Sniper. Das war schon. Wir nehmen mal die Pistole. Oh Gott,
One-Shot. Ja, das ist ja drüber. Was ist das? Ach, okay. Das sieht ganz cool aus, das Ding. Ah, Einzelschuss und Feuerstoß. Und wir sind auf Farmers. So, dann... Ich will meine Legendary Pistol wieder reinpacken. Was das war? Quickshot. Nur mal für das Feuerding. Nee, hä? So, nehmen wir das. Also. Gut gemacht, Kammerjäger. Danke, dass du meinen Bruder gerettet hast. Bitte schön. Ist erledigt. Gibt's hier noch ein Kistchen irgendwo? Zero, ja. Wo warst du? Ich war auf der Kiste, sind lustig. Durfte mich nicht verraten. Da war Funkstille. Hä? Das war nicht viel Schüsse, Pistole. Wie ich schon sagte, Zero, ich habe dir die ganze Zeit über voll vertraut und es war absolut gerechtfertigt. Was dich betrifft, Kammerjäger, dir habe ich alles zu verdanken. Du hast einen Frontalangriff gegen mein Unternehmen aktiviert, es gerettet und meinen irren Geschäftsstalker ausgeschaltet. Aber bevor ich dir dieses Schlüsselfragment gebe, habe ich noch eine letzte Frage. Steht mir dieser Schnäuzer oder was? Nein. Was will man sagen? Widerlich oder großartig? Entscheidet sich. Ich würde sagen für den Schnurrbart. Für dich, ja komm, Bart ist immer gut. Er ist ein wahrer Triumph für den Bartwuchs im Allgemeinen, den nichts und niemand übertreffen kann. Wow, okay. Das muss ich erstmal verarbeiten. Danke, Kammerjäger. Ich werde mich daran erinnern. Bitte sehr. Ein Kammerschlüsselfragment, wie versprochen. Gib her. Wir haben einen Erfolg freigeschaltet. Sehr gut. Ja, das ist das dritte und letzte Kammerschlüsselfragment. Bring es zu mir auf die Sanctuary. Dann setze ich den Schlüssel zusammen. Machen. Hey, warte. Hier gibt's noch eine Nebenmission. Hilf mir doch mal. Echt? Level wir die noch machen. Machen wir die gleich noch. Hey, kannst du mir bei einer Suche helfen? Ich zu sagen. Das wäre ein Chaos. Also, warte, ich nehme erstmal die andere Mission. Seit dem Angriff sieht man bei Atlas überall nur noch Ratches. Eigentlich sollte sich mein Hausmeister Terry darum kümmern, aber niemand weiß, wo er ist. Müssen wir uns mal ausreden lassen. Such Terry und schick ihn an die Arbeit. Probier es zuerst in seinem Büro. Scheiß Katakan. Ja, wo? Ach, da unten. Guck mal, wir müssen doch wieder runterfahren. Mit dem Aufzug. Also, one ist der Aufzug. Wie kommt man da jetzt runter? Kommen wir hier auch irgendwie runter oder müssen wir mit der Schnellreise runter? Warte mal, wir können mal gucken, was hier hinten noch ist. Ja, vielleicht gibt es ja noch mehr zu entdecken. Ja, hier ist der Aufzug. Hier ist noch eine Kiste. Ui, es leuchtet lila. Der sieht sogar gar nicht mehr so schlecht aus. Nehme ich den mal statt dem Ding hier. Und ein neuer Klassenmod, der gefällt mir. 36x7 Pistole? Was soll das denn sein? Torg, Nachladegeschwindigkeit verbraucht. Achso, verbraucht 7 Munition pro Schuss. Was? Projektiere explodieren nach. Achso, das ist so ein Explosivding. Gut, das will ich nicht. Was ist denn das? Das ist ja lustig. Das Ding teste ich auf jeden Fall mal. Kann ich drücken? Jo, krass. Auf geht's. Runter geht's. Was will ich noch? Also runterwärts ging jetzt deutlich schneller. Ja gut, da mussten die uns halt auch keinen Text vorlesen. Ja. Ich glaube, wir sind auch noch nicht ganz unten. Wir sind jetzt hier. Jetzt fahren wir ja, erst ja. runter. Jetzt geht's runter. Fünf. Die Waffe hier, die ich habe, ist cool. Halbautomatik. Aus dem Buch. Ey! Ich dachte schon, ich habe aber noch Kante gehangen. Ich dachte jetzt schon. Ja, das ist das lange Ding. Aber jetzt ist der ja auch jetzt etwas schneller. Ja, guck mal, jetzt sind wir schneller. Ja. Ja gut, dann habt ihr den langsamer gemacht wegen der
Zwischensequenz quasi. Ja. Mach die Waffe, die ich habe. Was hast du gerade so hauptsächlich? Ach, hier so ein. Ich habe ein Sturmgewehr. Sturmgewehr, eine Pistole und einen Raketenwerfer. Fehlt eigentlich nur noch eine Maschinenpistole. Aber den vierten Slot haben wir noch nicht freigeschaltet. Oder muss ich denke mal, den vierten Slot kriegen wir dann, wenn wir den Schlüssel abgegeben haben am Ende von der Mission. Könnte ich mir so... Was ist denn das? Dem ersten Kammerjäger. Er ist vor Jahrzehnten auf der Suche nach der eridianischen Heimatwelt verschwunden. Ich suche alle Informationen, die von ihm stammen könnten. Ein paar Kisten öffnen. So. Warte, eine Sekunde. Ja, ja. Ach, das ist so ein Ding. Oh. Atlas hat mich belogen. Die Bastarde meinten, sie würden mit der Kammertechnologie ein Paradies aus Prometheia machen. Dabei haben sie nur ihre stehende Armee vervierfacht und sich mit der Crimson Lance eine weitere Feder angesteckt. Die Bastarde haben die Leute ausbluten und erbarmungslos schuften lassen. Irgendwann dachte ich mir, scheiß auf Atlas, ich muss hier weg. Hey, Level up! Ja, ich weiß, dass er tot ist! Her damit! Der Typ muss mit Ärger gerechnet haben! Seine Firewall ist der Hammer! Schlauer Zug! Man weiß nie, mit was für fiesen Netzwerken die Leute verbunden sind! Ich kenne einen, der ist mal mit einer Schrotflinte von Teddy ausgegangen und dem ist das Rad von der Achse gefault! Ich glaube, ich bin sogar cool genau Herausforderung hier, wo ich... abgeschlossen. Bringe Claptrap VPN abgeschlossen. Machst du das jetzt? Ja, ja, ich hab gerade was. Michael, du musst in die Etage höher kommen. Ja, ich wollte nur hier unten noch die Kiste, hier war eine Waffenkiste. Achso. Ist ja gleich hochgerannt. Ich komme. Bin on the way. Man muss sich da auch mal ein bisschen was angucken von der Welt. Nicht nur töten, auch so ein bisschen Kisten aufmachen. Um dann besser zu töten. Oh. Wirklich wie ein Tier. Sieh dich um. Vielleicht liegt irgendwo ein Terminkalender rum. Nicht, dass er der Typ für einen Terminkalender ist. Da muss irgendwo ein Hinweis drin sein. Schau doch mal hinter seinen Sachen nach. Ich hinterlasse auch überall Hinweise auf meinen Aufenthaltsort. Ist so eine Angewohnheit. Hinter seinen Sachen. Geht das Regal? Nee. Hä? Bist du wohl auch Hinweis? Ah, hier. Da ist ein Knopf. Eine Geheimtür? Knopf, Terry ist ein Hausmeister. Was für Geheimnisse kann er haben? Ach, sag lieber nichts. Jede mögliche Antwort ist erschreckend. Oh, das ist eins der alten Skunkworks-Labore. Ich habe es dicht gemacht nach all den Vorfällen. Es klang jetzt gruselig, aber es waren nur Papierschnitte. Das Gesundheitssystem von Promethea ist ein Albtraum und es war einfach billiger, das Labor zu schließen. Jetzt bin ich nervös wegen der Papierschnitte. Schau dich weiter um, während ich meine kleinen Gummifingerhüte suche. Mein Freund ist krank und ich muss ihm helfen. Ich weiß, ich bin nur ein Hausmeister, aber ich muss etwas unternehmen. Ich habe im Econet Werbung für einen Online-Kurs in Chirurgie und Neurowissenschaften gesehen. 100%ig garantierter Abschluss. Zu nur 10% des Preises. Das könnte... Terry? Mir geht Terry? Terry, bist du das? Hallo? Terry? Ist es sicher? Du bist nicht Terry! Wo ist er? Was hast du mit Terry gemacht? Er sollte mich rauslassen, wenn es sicher ist. Hat dich dieser Terry entführt? Was? Nein. Er hat mich hier eingesperrt, um mich vor den anderen zu schützen. Er wollte mich rauslassen, sobald die Luft rein ist. Aber es ist schon eine Weile her. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wie kommen wir jetzt da rein? Ich glaube, die Tür geht gleich auf. Die Türsteuerung befindet sich auf der anderen Seite der Scheibe. Ja. Ja, genau da. Das ist die Türsteuerung. Du hast dich mit der falschen angelegt. Hast du gerade Granate auf so eine kleine Scheibe geworfen? Nein, ich habe eine Rakete dabei gesetzt. So. Das ist gut. Jetzt, das Ding ist ja cool.
Ding ist ja klasse. Ja, ich denke, ich bin zurück. Ja, ich muss da trotzdem noch reinkommen. Ah, jetzt zieht hier hinten auf. Dann kommen wir hier sicher lang. Ja, hier kommen wir durch, denke ich mal. Ja, sieht gut aus. Jo. Das ist ein Leben.